Rentenbegriffe richtig verstehen. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Überall steht geschrieben oder können wir lesen, dass es eine Rente mit 63 gibt, dass es eine Frührente gibt, dass es Mindestversicherungszeiten gibt und vieles, vieles mehr zum Thema Rente. Oftmals lassen sich Versicherte beraten, meinetwegen bei der Deutschen Rentenversicherung oder auch bei gerichtlich zugelassenen Rentenberatern. Und da gibt es ja dann eine wüste Schlacht um die Begrifflichkeiten, die dort verwendet werden. Wir haben es ja oft wirklich im Sprachgebrauch zu tun. Da kommen die Kunden an und sagen, oder die Versicherten gehen zur Deutschen Rentenversicherung, ich möchte bitte mit 63 in Rente gehen. Aber meinen eigentlich gar nicht, dass sie mit 63 in Rente gehen wollen, sondern sie meinen eigentlich, dass sie mit 63 plus x Kalendermonate gehen wollen. So, und dahinter, hinter diesen Begrifflichkeiten, die wir so im Sprachgebrauch verwenden, die sich hier bei uns auch so eingebürgert haben, verbergen sich natürlich wirklich Rechtsbegriffe und die müssen wir natürlich dann auch in der Beratung oder auch bei der Beratung in der Deutschen Rentenversicherung exakt anwenden. Also wenn jemand jetzt kommt und sagt, ich möchte eine Rente mit 63 beantragen, dann müssen wir genau gucken, hat er die 35 Jahre Mindestversicherungszeit erfüllt und auch das Lebensalter. Und haben Sie es jetzt gerade gemerkt, ich habe einen Begriff verwandt, Mindestversicherungszeit, der gar nicht exakt ist. Denn exakt wäre, bei einer Altersrente für langjährig Versicherte brauchen wir 35 Jahre Wartezeit. So steht es im Gesetz geschrieben. Das heißt also, 35 Jahre Wartezeit ist der exakte Rechtsbegriff für die versicherungsrechtliche Voraussetzung für diese Altersrente. Die Altersrente für langjährig Versicherte, die ich mit glatt 63 Jahren in Anspruch nehmen kann. Ich kann natürlich aber auch eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte, Betonung auf besonders, mit der Rente mit 63 meinen. Dann kann ich aber nicht mit 63 in Rente gehen, ohne Abschläge, sondern ein paar Monate später, je nachdem wann ich geboren bin. Über diese besondere Rentenart, Altersrente für besonders langjährig Versicherte, haben wir auch schon Videos gedreht und gibt es auch Beiträge auf Rentenbescheid 24. Also wir sollten uns darüber im Klaren sein, wenn wir zur Rentenberatung gehen bei der Deutschen Rentenversicherung, kann es sein, dass Sie Dinge hören wie Kindererziehungszeiten, Wartezeiten, Altersrente für langjährig Versicherte, Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und da fragen Sie einfach nach, was meint der eigentlich damit, der Berater oder die Beraterin? Was meint der Rechtsanwalt Knöbbel eigentlich damit, damit ich auch klarkomme, damit er mir auch den Unterschied erklärt und damit ich auch weiß, dass ich rechtssicher genau die Rente bekomme, die ich zum Beispiel auch haben möchte. Ein gern gesehener Begriff, der immer wieder verwendet wird, ist der Begriff, ich will in meine reguläre Rente gehen. Da habe ich auch lange erst überlegt, was meint denn der eigentlich mit regulärer Rente? Meint er jetzt damit, ich will regulär mit 63 Jahren in Rente gehen oder meint er vielleicht, er will in die Regelaltersrente gehen? Das ist nämlich genau das Problem. Viele Leute verstehen unter dem Begriff reguläre Rente meistens die sogenannte Regelaltersrente. Also, wir haben viele Begrifflichkeiten im Rentenrecht, die sich im Sprachgebrauch eingebürgert haben, die aber mit den Rechtsbegriffen, wie sie im Gesetz stehen, nichts zu tun haben. Deshalb ist bei der Verwendung und bei der Übersetzung dieser Begriffe hier Vorsicht geboten. Lieber mal ins Gesetz reinschauen und nachlesen und dann besteht Rechtsklarheit. Oder aber, was noch viel besser ist, Sie kommen zur Rechts- und Rentenberatung zu rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöbbel.